Südafrika ist weltweit eines der Länder mit der höchsten Gewaltrate gegen Frauen. Jeden Tag werden mehr als 100 Vergewaltigungen gemeldet. Offiziellen Zahlen zufolge wird im Durchschnitt alle 3 Stunden eine Frau ermordet. Diese hat mehr als 10 Jahre gebraucht, um ihrem gewalttätigen Ehemann zu entkommen. Mit einer Eisenstange hat er ihr die Rippen gebrochen. Betroffenen Frauen rät sie, sich unbedingt Hilfe zu suchen. Jede Frau hat Grenzen, hat das Recht, Nein zu sagen. Sucht euch so viel Hilfe wie möglich, solange es noch geht, solange ihr noch lebt und atmen könnt. Während der Corona-Pandemie hat die häusliche Gewalt in Südafrika zugenommen, sodass Präsident Cyril Ramaphosa sie sogar als eine Art zweite Pandemie bezeichnet. Im September verabschiedet das Parlament 3 Gesetze gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Nach Ansicht vieler NGOs sind die Ursachen des Problems damit aber noch längst nicht behoben. Women still complain about the treatment. Frauen beschweren sich immer noch über die Untätigkeit der Polizei und wie man sie dort behandelt. Ich denke, das hängt auch mit dem Patriarchat zusammen, das in unserem Land noch sehr tief verwurzelt ist. Da muss ganz genau hingeschaut werden. Diese Frau wurde um ein Haar von ihrem Ehemann ermordet. Für mich gibt es keinen Grund, ihn anzuklagen, denn in 2 Wochen oder einem Monat lassen sie ihn sowieso wieder laufen. Weil Behörden die Augen vor der Gewalt verschließen, bleibt nur Hilfe zur Selbsthilfe.